Hallo, ich bin René, euer Geldkapitän hier auf meinem Kanal. Seid ihr dabei? Startet für euch in euren Optionshandel. Wir haben die erste Folge gemacht, die lasse ich euch einblenden, nämlich welchen Broker nutze ich, wie nutze ich den Broker? Und da gab es dann direkt Fragen zu. Und diese Fragen möchte ich hier im zweiten Step beantworten. Und es gab, wie gesagt, zwei wichtige oder zwei ganz spannende Fragen, die ich hier mit reinnehmen möchte. Zum einen fragte Bianca, gibt es bei IB Probleme beim Depotübertrag von anderen Broker? Grundsätzlich ist dieser Depotübertrag natürlich immer möglich. Aber die Frage ist zu kurz. Ich muss wissen, was möchtet ihr übertragen? Macht es Sinn, überhaupt zu übertragen? Denn IB ist halt ein amerikanischer Broker. Ihr übertragt beispielsweise Aktien dann nach Amerika. Wenn es Dividende gibt, behält IB immer einen Teil der Dividende ein, diesen amerikanischen Teil. Es gibt ein doppeltes Besteuerungsabkommen. Ihr braucht es dann nicht doppelt besteuern, aber das Geld ist im Prinzip erstmal weg, und wenn dann Freigrenzen sind und so weiter und so fort, das wird dort natürlich nicht berücksichtigt. Von daher macht es beispielsweise für ein Buy and Hold Depot, was schon existiert, nicht unbedingt Sinn, jetzt hier den Wechsel anzustreben. Ich möchte nochmal ganz explizit darauf hinweisen, es geht hier um einen Optionshandel. Wir greifen einen Tick weit nach vorne vor, wenn nachher Aktien, ETF versus Options kommt in einer anderen Folge. Dann geht es darum, oder dann werdet ihr erfahren, wenn das online ist, kann ich das auch gerne später dann hier verlinken. Aber dort erfahrt ihr im Prinzip, dass eine Option immer eine Fälligkeit hat und mit dieser Fälligkeit im Prinzip ausläuft. Und das macht dann Sinn, wenn ich live und viel handle und wenn ich aktiv Optionshandel betreibe, von mir aus auch Future-Handel, von mir aus auch Aktienhandel. Also wenn ich viele Gebühren und Provisionen produziere, weil mein Handelsstil eben halt entsprechend ausgerichtet ist, dann macht es eben halt Sinn, tatsächlich bei IB einzusteigen. Ansonsten ist das nicht der perfekte Broker für jegliche Strategien. Also das möchte ich hier nochmal mit klarstellen. Wie gesagt, wenn ihr es ein bisschen, wenn du es ein bisschen differenzierter darstellen kannst, die Frage ein bisschen exklusiver stellen kannst, also mehr eingrenzen kannst, warum du was übertragen möchtest, also warum und was möchtest du übertragen, dann kann man auch sagen, okay, halt, stopp, kein Übertrag, also nicht IB um jeden Preis, sondern IB für den Optionshandel als sehr gute Alternative bei uns auf dem europäischen Markt. So sieht es eben halt erstmal aus. Die zweite, viel spannender oder noch spannendere Frage, weil die wirklich existenziell ist und weil die wirklich auch in das Thema reingeht: Wie kommst du bei IB auf 2,70 an Orderkosten, wenn du zwei Legs öffnen und schließen musst? Ich zahle bei IB 1,20 pro Leg fürs Öffnen und fürs Schließen. Bin gespannt, ob es hierbei einen Trick gibt, die Gebühren zu reduzieren. Ja oder nein? Er macht dann Smileys hinter. Natürlich gibt es keinen Trick, also keinen Geheimtrick. Aber Fakt ist einfach, wenn du bei IB hast, IB meiner Meinung nach oder meines Wissens nach einer der einzige Broker, also mir einzige bekannte Broker, der das macht, der tatsächlich ein Smart Routing anbietet und wo du dem Kunden oder wo du dir IB sagen kannst, wie du vorrangig und hauptsächlich traden möchtest. Und du kannst im Prinzip sagen, okay, ich möchte tatsächlich ein gebührenoptimiertes Trading machen und meine Gebühren eben halt, meine festen Gebühren von 1,20 über Smart Routing wegmachen. Ich habe das bei dem Broker-Video schon angesprochen, dass es hier eben halt tatsächlich bei IB diese Möglichkeit gibt. Und ihr habt es da ja auch gesehen, dass wenn eine Börse eine Provision für das Handeln an dieser Börse bezahlt, diesen Rabatt oder diese Provision zahlt IB an uns wieder aus. Und dadurch kommt das tatsächlich zustande, dass wir Positionen oder Legs einkaufen können, die wir normalerweise viel höher bezahlen müssen. Das ist aber eben halt keine Garantie, sondern das ist einfach ein Punkt, der immer mal wieder vorkommen kann. Aber ich möchte euch ganz kurz hier zeigen, wie ihr das einstellen könnt. Einfach, ihr seid irgendwo in der Trading View. Später, wenn ihr dann eben halt soweit seid, dass ihr das Konto eröffnet habt, seid ihr irgendwo hier im Portfolio View in der klassischen Ansicht. Das spielt jetzt keine Rolle dafür, sondern ihr geht hier oben auf Datei und geht dann auf die globale Konfiguration. Wenn ihr in der globalen Konfiguration seid, habt ihr die Möglichkeit, ich habe das hier jetzt leider schon mal drin, aber im Prinzip über Smart zu suchen, und dann kommt ihr hier unten auf Smart Routing. Wenn ihr zum allerersten Mal diese Konfiguration aufruft und ihr was sucht, dann lädt er das erstmal runter. Also er greift auf Internet zu und lädt im Prinzip die ganzen wichtigen Daten dann runter. Also es kann dann ein paar Sekunden dauern, von mir aus auch ein, zwei Minuten, aber dann kommt ihr auf dieses Smart Routing.
und habe dann eben halt Order Smart Routing und habe dann hier die Möglichkeit wirklich zu sagen, okay, was möchte ich überhaupt? So, nicht zu den Dark Pools Routen. Hier wird eben halt nochmal besprochen, Markierung, alle Dark Pools aus den berücksichtigten Optionen des IB Smart Routing für Aktienoptionen auszuschließen. Also grundsätzlich würde ich es mal nicht ausschließen, aber ich würde es auch nicht unbedingt als Standard oder als Anzeige nehmen, nur Dark oder Smart Dark. Also ich würde es eben halt offen lassen und nicht markieren. Und dann kommt da eigentlich, also hier Smart, Smart, das ist einfach mal der Standard, den ihr so nehmt. Könnt ihr, könnt das versetzen, aber würde ich dann in dem Fall auch nicht empfehlen. So, jetzt Smart Option Routing Algorithmus und das ist eben halt genau der Punkt. Hier könnt ihr euch einstellen, was euch wichtig ist und was für euch, für euer Trading am spannendsten ist. Wir greifen, wie gesagt, der Optionslehre jetzt mal vor. Ich gehe mal davon raus oder ich möchte jetzt einfach nur für euch einfach mal zeigen oder auch für die erfahrenen Optionshändler oder für die, die schon Optionen gehandelt haben und eben halt im Einstieg sind, die sagen, okay, über was sprechen wir jetzt hier überhaupt? Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, das hier einzustellen und zwar dann eben halt ganz normal Smart, Mehrzweck, Smart. Dann überlasst ihr im Prinzip die Entscheidung, wo und wie IB routen soll. IB, die versuchen dann für euch den besten Kurs zu bekommen, also nahe an euer Limitkurs ranzukommen, aber auch prämienoptimiert. Also das ist so eine Mischung aus all dem. Wenn ihr sagt, okay, das soll euer Standard sein, dann könnt ihr das hier anklicken, dann habt ihr das als Standard und seid ihr im Prinzip im guten Mittelmaß dabei. Bei mir ist es halt so, dass ich sage, okay, für mich ist es wichtig, prefer die Rabattschiene, Smart, prefer, Rebate, Rabatt, keine Ahnung. Da könnt ihr euch im Prinzip dann sagen, okay, bei meinen Ordern, die ich ausführen soll, geht es in erster Linie darum, dass ich so günstig in der Provision sein möchte, in den Gebühren, wie es irgendwie möglich ist. Bitte IB, suche nach der günstigsten Variante, auch auf die Gefahr hin, dass ich eben halt dann im Spread, im Limit etwas größeres Slippage habe. Warum oder wann mache ich das oder warum mache ich das hier als Preferred Order-Typ, als Standard-Order-Typ? Ganz einfach, weil ich im Moment sehr intensiv Zero DTI handle. Auch das greife ich ein bisschen vorweg, nimmt einfach mal die Begrifflichkeiten hin. Da habe ich aber eben halt sehr enge Spreads. In der Regel habe ich sehr enge Spreads und sage mir, okay, diese engen Spreads, 1, 2 Cent, sind am Ende 1, 2 Dollar besser oder schlechter, die machen den Kohl nicht fett, wenn ich hier 10 Dollar und mehr für die Gebühren sparen kann. Deswegen präferiere ich hier tatsächlich nach Gebühren. Wenn ich ein Underlying handle, es gibt eine Zero-DTI-Strategie, die hat oftmals 30, 40 Cent Spreads auseinander, der Mitpreis liegt dann irgendwo in der Mitte und da habe ich eine Slippage von 10, 15% und deswegen ist es wichtig, dass man hier überall einen Haken setzt, dann gehe ich in die Order rein und wenn ich dann die Order habe und wenn es dann die Möglichkeit gibt, hier zu sagen, okay, maximiere den Fill, weil dann macht es wiederum mehr Sinn zu sagen, okay, ich möchte eh nur zwei Optionen handeln, da kommt es mir auf die Gebühr nicht so drauf an, ob ich jetzt 80 Cent oder 1,20 oder 1,80 bezahle, also ich spare nur 1 Dollar vielleicht. Aber ich habe 15 Cent Spread, also ich muss 15 Dollar an Spread bezahlen, weil der Spread eben halt dann da auseinanderzieht. Dann sage ich natürlich, okay, ich möchte zu meinem Limitkurs optimalerweise so auch eingeführt, gefüllt werden und kann das dann hier für mich auswählen. Für die, die eben halt hier auch schon mal ein bisschen weiter sind, wir können gerne mal in eine Option Chain reingucken. Und sagen, okay, wenn wir jetzt sagen, beispielsweise, wir haben den Spider, wir nehmen irgendeine Option, wir sehen das hier, hier ist der Preis natürlich sehr eng. Also ihr seht das hier schon, wenn wir auf den, nee, ihr seht noch gar nichts, ne? Ich habe es noch nicht reingeholt, wir machen es einfach mal. Wir holen das einmal hier in die Option Chain, also wir gucken in die Option Chain, auch das für die Neueinsteiger im Moment zu schwierig, guckt erstmal dann Aktien, ETF versus Option und Optionskette richtig lesen, um hier auch wirklich klar zu kommen, weil das ist das, wo die Einsteiger oft ja aussetzen und hier komme ich dann auch wieder zu. Aber wir gehen einfach mal drauf zu und sagen, okay, ich möchte einfach hier irgendwas verkaufen. Spielt in erster Linie jetzt erstmal keine Rolle. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, wo kommt mein Fenster dazu. Auch das ziehe ich euch hier einmal rein. So, jetzt habe ich im Prinzip hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte zum Mitpreis kaufen und würde jetzt hier, und wenn wir hier auf Erweitert gehen, wenn ihr hier auf Erweitert geht, blendet er euch hier im Prinzip
das Routing-Ziel ein. Smart Preferred Rabatt. Hier habe ich jetzt Preferred Rabatt und kann sagen, okay, in dem Fall ist es genau richtig. Ihr seht aber, wenn ich hier jetzt auf die Auswahl gehe, dann seht ihr, an welchen Börsen er überall handeln kann. Die sucht er eben halt ab. Und wenn ich jetzt aber sage, ich brauche hierbei, und das kann ich euch auch einmal zeigen, und zwar nämlich dann, wenn ich sage, ich nehme eine Combo beispielsweise und diese Combo rutscht jetzt hier um 20 Cent auseinander. Ich hätte jetzt einen Geldkurs von 60 und einen Briefkurs von 90 oder 1 Dollar. Dann hätte ich ja hier 40 und ich hätte 80, wo ich sage, okay, 80 ist vielleicht der faire Mitkurs, aber ich möchte nicht für 1 Dollar dann ausgeführt werden. Dann bezahle ich 20 Dollar mehr. Da bringt mir hier der maximale Rabatt auch nichts. Dann kann ich sagen, okay, Smart Max Fill. Und in dem Moment versucht IB eben halt auf jeden Fall sehr nah oder an meinem Limit, was ich eingebe, auch zu fillen. So, das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass eine Trade oder eine Order auch mal nicht ausgeführt wird, eine Limit Order, weil wir einfach an diesen Fill nicht mehr rankommen oder weil sie dazu kein Fill bekommen. Ich kann auch nur auf Fill präferieren setzen, dann versuchen die so gut wie möglich auszufüllen oder wie gesagt, oder ich kann es eben halt auf Rabatte oder eben halt sogar maximal Rabatte auch reduzieren. Also hier habe ich die Möglichkeit wirklich zu sagen, okay, ich möchte meinen Rhythmus so haben, wie ich es gerne möchte, was für mich wichtig ist. Und deswegen kann man das mal wieder nicht pauschal sagen, sondern es geht einfach schlicht und ergreifend darum, dass wir hier insgesamt das Beste aus dieser Order rausnehmen. Wenn wir, wie gesagt, wenn wir Spider nehmen, haben wir eben halt genau das, dass wir diesen ganz engen Spread haben. Da möchte ich die möglichst günstigste Variation haben. Wenn ich aber beispielsweise eine Aktie nehme, wie Danaher, einen Top-Wert für Buy and Hold, aber ihr seht das hier, die sind relativ weit auseinander im Kursbereich. Wenn ich dann auch noch sage, ich gehe mal auf 35 Tage und möchte hier Basiswert haben, da seht ihr schon, die Geldbriefkurse gehen hier sehr weit auseinander. Ich weiß gar nicht, wo stehen wir? 2,67 angenommen, wir nehmen jetzt mal bei 2,50, dann haben wir eben halt hier 30 Cent Geldbriefspanne und wenn wir dann eben halt hier tatsächlich einen schlechten Kurs haben, dann sind das 15 Dollar und da brauche ich nicht mehr, wenn ich jetzt diesen Kurs hier beispielsweise nehme, da macht es definitiv dann keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt hier in dieser wir machen hier erweiterte Eingabe. Er soll hier die Rabatte bei der Provision reduzieren. Das macht keinen Sinn, weil hier ist es definitiv sinnvoller, auf den Strike zu gehen, den ich auswähle. Wenn ich hier ein Limit eingebe, dann möchte ich hier auch zum Limit eingeführt werden, weil hier kann es wirklich 5 Dollar, 10 Dollar, 15 Dollar, 20 Dollar Unterschied machen, welchen Kurs ich in der Ausführung bekomme. Und da macht es eben halt mehr Sinn, auf den Kurs zu achten als auf die Rabatte. Und andersrum, wie gesagt, wenn wir ganz eng Spread haben, macht es eben halt mehr Sinn, auf die Rabatte zu achten als auf den Kurs. QQQ ist auch so ein Kandidat. Da sind die Spreads teilweise 1 Cent auseinander. Also wir haben Geldbrieffrage tatsächlich, ich sag mal, 40 Cent und 41 Cent, also 0,005 Cent auseinander. Da brauche ich eben keine Optimierung in der Ausführung. Bei solchen Werten wie Danaher, die eben halt einen weiteren Spread haben, die einfach weit auseinandergezogen sind, die in der Liquidität im Optionshandel nicht so optimal sind. Top-Wert, keine Frage. Aber für den Optionshandel muss man eben halt gucken. Und ich habe Danaher jetzt hier auch einmal ganz bewusst gewählt, weil es anderswo auch empfohlen wird als Kauf. Gut, jetzt war gestern ein sehr starker Tag. Ob der Kauf noch aktuell ist, sei mal dahingeführt. Aber für die, die es gemacht haben, hier hättet ihr vielleicht 5 Dollar, vielleicht 10 Dollar sparen können, wenn ihr hier auch eine vernünftige Limit-Order bei IB eingegangen wird. Entschuldigung. So, das ist eben halt der Punkt. Das wollte ich euch zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurzes, schnelles Video. Kurze Like da lassen. Würde mich natürlich wie immer riesig freuen, wenn ihr das dann so machen würdet. Auf der anderen Seite würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir es machen könnten oder wenn ihr es machen könntet, dass wir sagen, hier Black Friday, sehen wir uns auf jeden Fall zum Trading wieder. Die Videos als nächstes Aktien, ETF, Optionskette, Risiken definieren und so weiter. Das kommt jetzt in der nächsten Woche alles geballt auf euch zu. Dann seid ihr fit für Black Friday und Cyber Monday. Ich habe noch eine Woche Zeit, das alles nochmal zu gucken, zu lernen, Fragen zu stellen.
stellen. Ich kann Q&As dann machen für euch und dann gehen wir genau so in dieser Reihenfolge weiter. Also, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, habt Spaß an dem kleinen Lehrgang hier. Wir machen auf jeden Fall weiter und rächen und rocken das Ding hier. Bis demnächst. Ciao, ciao.